Let's Play Tomb Raider 5. Freunde, es geht weiter. Fünf Freunde, nein. Wir sind ganz viele Freunde und da war so ein komischer, keine Ahnung, drinne, den wir nie wieder begegnen wollen. Und wir haben immer noch keine Waffen, falls wir es festgestellt haben. Wir haben im Moment einfach irgendwie gar nichts. Ja. Okay, wir sind im Endeffekt wieder hier, warum auch immer. Ich muss kurz selber überlegen, was müsste man denn jetzt hier machen zur Hölle? Wieso sind wir wieder hier gelandet? Naja gut, wie dem auch sei, wir klettern hier erstmal rein. Und wir haben ein Herz. So, das Herz, das müssen wir wohl bestimmt einbauen. Das war hier irgendwo, ich muss mal gucken. Ja, erstmal schön, dass ihr alle dabei seid. Ich begrüße jeden Einzelnen wieder mal recht herzlich. So. Ihr seid schön dabei, ihr habt das Beste gewählt, ihr habt Tomb Raider 5 gewählt und Tomb Raider 5, das ist Action pur. Im klassischen Sinne, ja, ja. Nein, wir holen jetzt hier keine Geigen raus und spielen Mozart. Nein, wir spielen Tomb Raider 5. Genau. So, ist zwar klassisch, aber nicht so klassisch wie Mozart oder Beethoven, sondern das ist so klassisch, wie klassisch einfach ein Spiel sein kann. Ja. Ich glaube, vieles unnötiges Gebrabbel. So. Hier geht's weiter. Ja, ich höre hier wieder ganz viele Tierchen und so weiter. Aber die sind jetzt gerade gar nicht unser Ziel und unser Sinn und Zweck, sondern wir müssen das Herz da einbauen, dieses hässliche Ding. Och nö. Gnome on Tour, ey. Wie ich euch hasse. Ich hasse diese Gnome. So, tschüss. Lass mich in Ruhe, Gnome. So. Ja, hinter uns sind diese hässlichen Gnome, Freunde. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Die finden uns eben irgendwie geil. Keine Ahnung, vielleicht wollen die auch mal irgendwie an jemanden rumspielen. So, guckt mal da. Ja, schön. Das können die nicht ab, das Ding. Guck mal, die tanzen. Läuft es im Hintergrund. I've got the power. Ja, ja, ja. I've got the power. Oder Agathe Bauer läuft da im Hintergrund. Ja, das sind voll die Feierschweine da hinten. So, wir verpissen uns da. Entschuldigung für den Ausdruck. Wir gehen hier weg und, ja, bis jetzt wissen wir ja ungefähr, wie es hier weitergeht, aber manchmal geht auch mir das Wissen aus. Ja, das Wissen geht auch mir aus. Es ist leider leicht ausverkauft. Aber wir können ja nochmal nachfragen, wo es frisches Fachwissen gibt. Ja, man kann natürlich Lösungsbücher kaufen. Ja, nee, ich glaube, die gibt es alle gar nicht mehr zu kaufen. Wenn, kannst du nochmal Glück über Amazon haben, aber so richtig im Fachhandel, glaube ich, gibt es die gar nicht mehr. Hier ist irgend so eine Bridge. So, komm, haut ab da. Haut ab. Mit euch will ich gar nichts zu tun haben. Ihr seid mir zu unsympathisch, Fledermäuse. So, tschüss, Fledermäuse. Ja, diese Fledermäuse, das ist so eine neue Billigerfindung in Tomb Raider 5. Ja, in 4 waren es so eine komischen Käfer und so eine komischen Flatterdinger. Ja, hier hat man sich gedacht, ach na ja, führen wir mal wieder neu sein. So, und wir sind jetzt schon wieder irgendwo ganz anders. In der Kirche. Let us beten. Ja, let us pray. Nein, wir wollen nicht beten. Wir wollen uns hier diesen Schuppen mal angucken. Und, ja. Hier ist so ein... Wofür war das nochmal? So ein Weihbecken, ne? Ja, gut. Hier weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge man diese Dinger drückt. Darum drücke ich einfach in mehreren Abständen. So viel Kombination kann es ja nicht geben. So, drücken wir den. Drücken wir den. Ja, stöhn doch. Das ist ja auch so anstrengend, Knöpfe zu drücken. Ich mache jetzt auch immer, wenn ich im Fahrstuhl gehe. Da drücke ich so. So, war das richtig? Nö. So, machen wir Mitte. Mitte. Ja, ich werde das in Zukunft auch immer im Fahrstuhl so Knöpfe drücken. So, genau. Wenn ich dann das Erdgeschoss oder den 10. Stock drücke, mache ich mal.
Egal, ob jemand im Fahrstuhl ist oder nicht und das peinlich ist oder nicht. Ich mache jetzt immer Das war richtig. Aha. Ja, da liegt jemand. Der hat es wohl nicht allzu gut getroffen da an seiner Position. Ja, ich meine, ich würde da auch nicht liegen wollen. Aber wir sind das ja. Ah, ja, genau. Hier war doch was. Genau, hier war doch so ein komischer Freak. Und der hat uns schon getötet. Der hat das schon geschafft. Ja, dieses Knochenskelett hat uns getötet. Ein Knochenskelett, was wir nicht mal sehen können. So, waren wir hier erfolgreich? Ja. Tschüss. Komm, lass mich in Ruhe, Knochi. So, Medipack nehmen. So. Böser Knochi. Du bist ein Arschloch. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Und Lara, du bleibst jetzt auch an jeder Stelle kleben. Hauptsache, der Typ trifft dich. Ich hab Angst. Na, was ist das denn bloß für eine Andeutung? Nehm dieses Ding. Ja, einmal drehen. Willst du das jetzt haben oder nicht, du Arsch? Ach so. Na. Big Boo hat sich mal wieder verzogen. So, gefährlich wird es hier an der Stelle, weil wir sind immer noch angekratzt und angeschlagen. Ja, ja, ist gut. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Wie kommen wir denn da jetzt rein, verdammt? Ich will in diesen Kirchenraum. So. Das Ding will ich haben nur. Nur dieses Ding. Aha. Also die Musik war jetzt gerade aber wirklich ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Ganz ehrlich, also da hätte ich... Das war ja schon so Geisterbahn auf Verarschtrip, findet ihr nicht? So, wir sind gleich schon wieder tot. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir genau hin müssen. Irgendwo... Na, seht ihr, das ist schon wieder unser Todesurteil. Irgendwo da hinten war so ein komisches Sandbecken, da müssen wir das reintun und so. Und dann ist auch, glaube ich, dieses komische Knochenskelett weg. Bin ich der Meinung. So. Dann ist auch dieser komische... Der komische Pfarrer weg. Ja, natürlich! Jedes Mal triffst du mich! Das kann auch nicht mal ohne gehen, ne? Oh. Ja, ist ja gut. So. Oh, mal gucken, was passiert. Das Licht angegangen. Okay. Ich glaube, dadurch ist jetzt auch dieses Skelett weg. Hä? Ach, das sind mehrere. Ich dachte, das sei ein so ein Bekloppter. Naja, gut. So, wir haben hier Licht geschaffen. Jetzt müssen wir hier irgendwie weiter, Freunde. Was ist das für ein Raum? Kommen wir von da, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ich guck mir das mal an. Ah, schon wieder diese Fledermäuse. Und die kannst du nicht töten. Nein, du musst sie genießen. So, jetzt können wir nochmal das kleine Filmchen sehen, wie diese ganzen Skelettis sterben. Man muss sie genießen, die Fledermäuse. Ja, man muss sie genießen und man muss sich von denen begatten lassen, genau. Begatten. Ich wollte jetzt nicht ficken sagen, weil das sagt man ja nicht, ne? Wir sind ja gut erzogen. Genau. Wir sagen das Wort ficken nicht. Das würde ich nie in den Mund nehmen, ficken. Entschuldigung, das war jetzt aus Versehen. So, das liegt vielleicht daran, weil ich gerade unkontrolliert Lara Croft steuere. Und irgendwie bringt man Lara Croft gerne mal mit solchen Dingen in Verbindung. Ja. So, einfach ein bisschen
krabbeln. Irgendwann verpissen die sich schon. La 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 la. So. Ich weiß auch gar nicht, was die von Lara wollen. Wahrscheinlich wollen sie einfach nur ihr Blut. Ja. So ist das. Ich weiß gar nicht, wie man da am besten runterkommt. Wie man das am besten löst. Darum gucke ich da jetzt einfach mal. Ja, weil man fällt ja definitiv in ein Loch. Das haben die aber nicht gerade clever gelöst. Das haben die aber wirklich nicht clever gelöst. Das ist ja definitiv sterben, ey. Guckt mal. Da müsst ihr sterben, oder? Nee, doch nicht. Man fällt in diese grüne Brühe. Ja, heute gibt es Gemüsebrühe. Seht ihr? Gemüsebrühe. Ja, da ist der Geist. Das hier ist ein kleines Labyrinth. Das werdet ihr aber im nächsten Part sehen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Tomb Raider 5 an dieser Stelle, gleiche Welle. Und so schwer ist das Labyrinth nicht. Aber genau kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, wie es war. Aber wir werden das schon irgendwie packen. Und wir müssen, glaube ich, im Endeffekt dahin, wo dieser komische Geist hinfliegt. Wir schauen uns das aber kurz noch an. Damit wir das fürs nächste Mal wissen. Und ich sage Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.